Der immer Wetter Müller, ne? Genau, und zwar in St. Ingbert in der Albertus-Magnus-Realschule. Und ich muss sagen, wir wären schon ein bisschen früher da gewesen, aber in St. Ingbert besteht ja eigentlich nur aus Baustellen und Haltestellen. Das ist der Oberwahnsinn. Also wir sind froh, dass das Eis nicht geschmolzen ist genau. Auf unserer Verfahrerei. Jetzt schätzt es so lange, jetzt gehen wir ab in die Klasse. Leserauszeichnung, lesende Schule 2007. Wetter Müller, du kannst nicht lesen. Achso, weiter. Gut, alle dran. Wetter Müller. Fünfte Klasse, Realschule. Klasse 5. D müssen wir. D, das. Zweites Obergeschoss. Zweites Obergeschoss. Auf. Gut. Eins. Du kennst dich ja noch aus, Wetter Müller, von deinem Hochhauslauf. Oh ja. Da bist du ja richtig trainiert. Wetter Müller rennt hier die Stufen hoch, das ist unglaublich. Ich komm gar nicht mehr hinterher. Ja, hopp. So, noch eins. So, Klasse 5D, da ist es. Kamerakind, klopf mal an. Klopf mal an, genau. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Hier ist der Radio Salü Frühstücksclub, das ist der Sebastian. Ich bin Hallo. Der Wetter Müller. Hallo. Hallo. Wer hat denn heute Morgen gewonnen bei uns? Da komme ich mal zu dir. Du bist die Julia. Julia, herzlichen Glückwunsch. Julia, muss man dazu sagen, hat Halsschmerzen. Und das ist natürlich ein Grund, warum wir heute mit leckerem, kühlen Eis vorbeigekommen sind. Aber nicht nur das. Wir haben im Internet gesucht auf www.salü.de Schulklassen, die sich anmelden und sagen, boah, es war so warm letzte Woche, kommt doch mal vorbei. Und die 5D der Albertus Magnus Realschule in St. Ingbert hat gewonnen. Ist das ein Applaus wert? Bitte schön. Was hast du denn gedacht, als Julia gesagt hat, heute komm hier vorbei? Leitesender angerufen und geschrieben, Wetter Müller, ein Dankeschön. Eis ist alle. In diesem Sinne, wir sind jetzt fertig. War schön bei euch. Vielleicht bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.